meine erste lebende Blindschleiche seit, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren. Das freut mich jetzt. Wahnsinn. Hier habe ich jetzt wieder was Interessantes gefunden. Bäume sind Kiefern und Fichten. Hinten stehen noch Lärchen, weil hier finde ich auch meine Goldröhrlinge. Und das müsste ein Grünling sein. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Das ist fast neongelb. Geruch ist unauffällig, also Schwefelritterling ist keiner. Hier nochmal zwei. Interessant. Jetzt kann ich euch doch noch was Schönes zeigen. Hier haben wir einen alten Goldröhrling. Und das ist aber nicht alles. Ganz jung. Aber trotzdem schon angeschneckt. Hier kann man das gut sehen, wie die normalerweise geschlossen sind. Und das noch mehr. Ja. Und diese besonders schön. Die werde ich jetzt dann gleich fotografieren.
überall kommen jetzt die Herbstlorcheln. Die ist noch ganz drin, aber ich kann sie euch mal zeigen. Auch ein wunderschöner Pilz zum Anschauen. Viel ist es heute nicht geworden. Das ist immer noch sehr gruselig. Aber zumindest waren jetzt endlich mal die Goldröhrlinge da. Die haben mich das ganze Jahr bis jetzt im Stich gelassen. Also an der Stelle zumindest. Und normalerweise ist die sehr zuverlässig. Ja, man muss es nehmen, wie es kommt, ne? Jetzt möchte ich mich noch bei euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es sind ja einige tolle Aufnahmen geworden. Ich konnte ein bisschen mit der Kamera experimentieren. Da möchte ich ja noch viel dazu lernen. Und jetzt zeige ich euch noch zum Abschluss dieses Stück Wald. Und jetzt gehen wir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Nicole.